Besitz und Eigentum. Beim Sachenrecht müssen die beiden Begriffe Besitz und Eigentum genau unterschieden werden. Besitzer einer Sache ist man, wenn man tatsächlich über die Sache verfügen kann, also die tatsächliche Herrschaft über den Gegenstand ausüben kann. Eigentümer bin ich, wenn mir die Sache gehört, ich also die rechtliche Gewalt über den Gegenstand habe. Als Eigentümer kann ich über die Sache beliebig verfügen, sie also verkaufen, verleihen, verschenken, zerstören, zurückverlangen oder vorenthalten. Als Eigentümer muss ich aber nicht gleichzeitig Besitzer sein. Sieh dir das Beispiel an. Du lässt dein Fahrrad nicht abgeschlossen vor dem Supermarkt stehen. Herr Böse kommt vorbei und stiehlt das Rad. Du bist zwar immer noch Eigentümer des Fahrrades, aber Herr Böse ist der Besitzer, wenn auch unrechtmäßig. Aber Achtung, du darfst dir dein Fahrrad nicht einfach so und vor allem nicht mit allen Mitteln zurückholen. Denn wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht, handelt widerrechtlich. So steht es im bürgerlichen Gesetzbuch. Verrückt, oder? Das, welche Möglichkeiten du aber dennoch hast und noch viel mehr im Bereich Recht werdet ihr in nächster Zeit noch genauer untersuchen. Bis dahin. Tschüss.